Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei New German Reviews. Heute mal wieder mit einem neuen Video, heute mal wieder mit Far Cry 4. Wir hatten letztes Mal dieses schöne Dorf hier befreit, weil das ja so toll angefangen hat zu brennen. Richtig. Deswegen. Okay, wir letztes Blatt haben wir gefunden. Hier haben wir einmal das Auto. Ich komm, ich nehme das Quad mal wieder. Das Quad fand ich super sexy. Und ich fahre mal direkt zur nächsten Mission. Glockenturm. Glockenturm wurde befreit. Was ist das hier? Basar Außenposten. Ein Alarm. Leicht. Wegpunkt. Aktuelles Ziel. Ja. Dann fahre ich mal dahin. So, Reise zum Wegpunkt. Warum kriege ich gerade Meter drauf? Okay, jetzt kriege ich einen Meter runter. Oh! Oh! Okay, schön hingedriftet. Ja. Letzte Folge haben wir das ein bisschen aufgeräumt da. Die ganze Chose da in diesem. In dem Dorf. In Banapur? So hieß das Dorf, glaube ich, ne? Oder da, wo wir halt gerade sind. So war es, glaube ich. Mein Gedächtnis ist nicht das Beste. Müsste man sagen dazu. Okay, hier hat man. Irgendwas Interessantes? Holzleiter, sonst ist da nichts Interessantes. Sonst können wir eigentlich weiter reisen. Warning. Bla 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 bla. Hier haben wir ganz viele Blätter. Die wir aber nicht mitnehmen. Wir können daraus aber, glaube ich, was herstellen, oder? Das war auch letztes Mal so. Aber das können wir aber ganz viel herstellen. Also machen wir gleich. Beziehungsweise dann in der nächsten Folge. Dann werde ich auch mal ein paar Nebenmissionen machen. Weil ich mache das ja immer so, beziehungsweise habe das bei Assassin's Creed Unity auch gemacht. Dass wir, what the fuck, wie viele blaue Blätter sind da denn? Okay. Dass wir immer so Hauptmission, Hauptmission, Nebenmission. Und, dass wir so immer mal. Ui! Da bin ich richtig schön gesprungen. Dass wir nebenbei auch mal so Nebenmissionen machen. Und das für eine längere Folge. Dass es halt nicht in Verzug kommt. Beziehungsweise nicht in fast. Nicht in Verzug. Nicht in, wie möchte ich es denn nennen? Nicht in, weil die richtigen. Oh, scheiße. Hier muss ich Geiseln retten. Ich gehe mal auf einen erhöhten Punkt. Oh, shit. Habe ich ja gar nicht mit gerechnet jetzt gerade. Okay, da so ein Pyro-Spacken. Okay, den Pyrospann kann ich ja direkt ausschalten. Das ist auch noch einer. Markierst du den auch mal bitte? Okay, die Pyros sind ja kein Problem. Nur wie ich da jetzt rankomme, ist ein Problem. Okay, kann ich. Komm, warte mal. Ich mache auch mal wieder ein Thumbnail eben. So. Wegstecken. Ich werde das mal so machen, dass ich. Komm schon. Hör mal auf, dich zu bewegen. Okay, einer ist tot. Das hat keiner mitbekommen. Das heißt, gut an den Wurfmessern. Okay. Vorne ist noch einer. Da oben. Ist hier noch einer drin? Da kann man da einfach so rein schneusen. Da vorne ist noch einer. In der Hocke ist man schwerer zu erkennen, das weiß ich ja schon. Losbinden, Wachen töten. Achso, vor losbinden, Wachen töten. Scheiße. Alles geht vorüber. Ich will gerne wohl die Wurfmesser wieder haben. Ich glaube, die sind mir gerade die. Das, was mir das Leben rettet, weil ich leider keinen Pfeil und Bogen mitgenommen habe. Was man immer machen sollte, weil man immer irgendwie stealth agieren muss. Moment mal. Okay. Der da oben hat mich gesehen, ne? Okay.
Ich habe noch eins. Der sieht mich nicht. Die sieht mich. Achso, da ist auch noch eine Geisel, ne? Hier markieren. Markier doch jetzt. Dankeschön. So. Wurfmesser. Hier ist auch noch eins. Okay. Da sind welche. Okay. Nice in die Seite. Okay, er hat gerade seine Waffe geladen. So. Und den kann ich ja takedown. So ein bisschen stealth agiert. Und dann hier takedown. Nice. Okay, jetzt kann ich alle losbinden. Die Geiseln sind sicher, Sabal. Du machst deinem Vater alle Ehre, AJ. Genau das war seine Absicht. Deshalb gründete er den Goldenen Pfad, um seinem Volk zu helfen. Hey, ich bin nicht wegen meinem Vater hier oder wegen dem Kram. Wir könnten trotzdem Hilfe brauchen. Sieh nur, was du bisher schon erreicht hast. Ich weiß, ich verlange sehr viel von dir. Aber wenn du dem Goldenen Pfad hilfst, bringe ich dich nach Lakshmana. Das verspreche ich dir. Wir finden es gemeinsam. Danke, Sabal. Okay. Geiselrettung, Mission beendet und das. AJ, hier ist Amita. Ich weiß, dass Sabal dich beauftragt hat, die Geiseln zu retten, statt den Außenposten einzunehmen. Das ist okay. Du bist neu hier und Sabal kann sehr überzeugend sein. Ich wollte nur meinen Beitrag leisten. Und das weiß ich zu schätzen. Aber du musst das große Ganze sehen. Ich hatte den Angriff auf den Außenposten schon vorbereitet. Aber jetzt muss ich meine Männer anders einsetzen, damit sie die befreiten Geiseln beschützen. Wovor denn beschützen? De Pleur. Er verliert nicht gern sein Spielzeug. Siehst du es nicht, AJ? Es gab einen Plan und du hast ihn über den Haufen geworfen. Es wird dauern, bis die Sache mit De Pleur geregelt ist. Bis dahin haben die Soldaten im Außenposten viel Zeit, sich einzugraben. Nicht, wenn ich helfen kann. AJ, einen Außenposten allein anzugreifen wäre Selbstmord. Warte, bis ich Unterstützung schicke. Ich kann das schaffen, Amita. AJ, tu's nicht. Okay. Wo wir das aber machen... Holy shit! Oh. Alter, wie viele Bienen aus auf einmal rauskommen? Ich kann dir nur das hier geben. Ich danke dir. Okay. Da oben haben wir noch eine Geisel stehen lassen. Scheiße. Sollte natürlich so. Ich wollte die Geisel da oben vergessen. AJ, AJ. Ja. AJ. Ja? Alles gut. Ich wollte nur sehen, ob du mir zuhörst. Fuck! AJ! Oh nein! Nicht meine Waffe wegschmeißen. So, ich wollte dich eigentlich nur ein bisschen durchsuchen. Ein bisschen angraben wollte ich. Okay. Waren noch irgendwo welche, die ich irgendwie wo machen muss mit? Ich will das Scheiß. Bang! Warte ich nicht. Okay, es nimmt er also nichts als Wurfmesser. Und ich habe gerade mein Wurfmesser verschwendet, weil ich nicht mehr weit. Dankeschön. Okay, ich könnte jetzt 400 Meter dahin fahren, tue ich aber nicht. Weil sonst die Folge zu lang werden würde und so ein Scheiß. Deswegen mache ich mal eben eine Nebenmission, beziehungsweise. Oh, da sollten wir sogar hin. Beziehungsweise, ich suche jetzt ein bisschen Waffengurt, Schabrackentapierfeld. Wildschwein. Schabrackentapier. Ich hole mir jetzt Fell. Damit ich mir endlich, beziehungsweise damit ich mir ein Waffengurt nochmal bauen kann. Damit ich eine Stealth-Waffe mittragen möchte. Kann. Möchte richtig. Damit ich eine Stealth-Waffe mittragen kann. Und deswegen gehe ich jetzt eben auf Jagd. Auf Hund. Okay, dafür gehe ich auch mal im Tier hoch. Okay. Und falls gerade jemand guckt, der sich sehr, sehr gut mit PCs auskennt, weiß jemand, wie heiß maximal eine Grafikkarte werden darf, bevor sie abschmiert?
würde wohl gerne wissen. Weil ich habe jetzt gerade ein Programm nebenbei laufen, MSI Afterburner. Oder MSI Afterburner, wie man es nennen möchte. Und meine Grafikkarte ist im Moment 65 Grad heiß. Mein CPU 60 Grad heiß. Ja. Und da wollte ich doch wohl wissen, wie weit ich gehen darf. Oder wie hoch ich gehen darf. Bis sie endgültig den Geist aufgibt und mir einen Bluescreen anzeigt. Und, ich finde gerade aus Verrecken keine Schabracken. Ich finde keine Schabracken, ey. Oh shit, was ist hier denn passiert? Dicker. Namaste. Hörst du? Nichts. Keine Radiosendungen mehr. Diese Stille ist ein Geschenk. Dicker, was machst du mit denen? Das muss doch nicht sein. Alter, das ist schon brandig, oder? Nein, das war eine Mauer, oder? Das war kein Viech. Oh, da sind Viecher. Oh nein. Okay. Ja, nice. Nein. Okay, das ist ein... Das ist gerade ein Tier weggelaufen. Okay, ich muss es schaffen, es mit einem sauberen Kill zu töten. Sonst ist das useless. Da ist sogar noch ein Affe. Ja! Okay, habe ich noch ein Dings. Eine rote Pflanze. Rotes Blatt. Okay, das ist ein Affe. Da hab ich geleckt. Kann ich ihn eigentlich... Komm, ich höre ein kleines Äffchen töten. Okay, ich werde das kleine Äffchen in Ruhe lassen. Bevor nachher noch die Tierschützer kommen und dann... Ey, du hast einen Affe getötet. Okay, Wurfmesser. Und hier habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo eins. Ach komm, verpiss dich. Fast voll. Okay, den Köder habe ich auch noch gekriegt. Köder kann ich auch eigentlich wegwerfen, weil den Köder brauche ich nicht unbedingt. Weil ich im Moment ein bisschen weniger mit dem Köder arbeite. Und ich kann herstellen. Ich kann den zweiten Waffengurt machen, beziehungsweise die zweite Dings für den Waffengurt. Und genau das wollte ich. Denn jetzt kann ich hier hingehen. Und mir einen Waffengurt bauen, beziehungsweise eine zweite Halterung für den Waffengurt bauen. Kommen die denn jetzt auf einmal her? Okay. Dafür laufe ich mal. Fuck, da fährt ein Auto lang. Deswegen fahre ich mal zu dem Typen hin, der mir die Sachen verkauft. Und kaufe mir dann einen. Oder hole mir dann erstmal den Jagdbogen. Wo ist denn der Typ, der mir Waffen verkauft? Ist der hinter mir? Hä, da war. Da war doch gerade noch jemand. Okay, Wegpunkt. Ach du Scheiße, das ist weit weg. Okay, Reise zum Wegpunkt. Ist ein paar Kilometerchen, ein paar Meterchen entfernt. Aber da will ich mal schnell hinfahren. Schnell hindüsen. Und ich nehme das Quad, weil ich irgendwie meine, das Quad ist schneller. Ich weiß nicht warum, aber ich meine, das Quad ist schneller. Oh, 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 oh. Okay, eben synchronisieren. Zack, zack, zack. Okay. Nein, schieß... Nicht auf das Fahrzeug. Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Weg hier, 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 weg hier. Ganz schnell weg. Darauf will ich mich gar nicht einlassen. Gerade eben. Ich wollte eigentlich gerade die Folge beenden. Und dann wollen mich welche angreifen. Mann. Ich hätte natürlich auch schießen können. Hätte natürlich auch machen können. So bang, bang. Aber darauf hatte ich jetzt gar keine Lust. Ich wollte eigentlich nur die Folge beenden und mir eben den Rekursivbogen mit einpacken, damit ich auch Stealth Action machen kann. Und richtig geile Stealth Action. Okay, dann sind wir in 100 Meter da. Und dann kann ich fast schon wieder an der gleichen Stelle wie sonst immer, und wie sonst die letzten paar Folgen, Schluss machen.
Dann mache ich mit euch Schluss. Okay. Wie sind wir jetzt? Hier kann ich hochklettern, ne? Hopp. Ja, nice. Kann ich das lesen? Das kann ich nicht lesen, okay. Machen wir hier aufmachen. Mal hier so. So. Und dann, kaufen und anpassen. Seitenwaffe, Waffen. Da packe ich mir den super tollen Jagdbogen mit rein. Den packe ich dann rechts rein. Okay. Hat's gerade nochmal geleckt. Zack. So, bevor wir jetzt die ganze Aufnahme abspielen und so, sage ich nochmal, wenn ich hier rausgehe, so. Yay! Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Das war's mit mir, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.